So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich füge einem Shopper, in dem ein Passagier oder Pilot sitzt, Schaden zu. Das Ganze habe ich gerade schon mal probiert, ging aber mal wieder gewaltig in die Hose. Weil, in welchem Modus müssen wir das Ganze machen? Richtig, entweder Solo, Duo oder Team. Das Ganze natürlich auch im Arena-Modus. Ne, im Arena geht es nicht, also nur Solo, Duo oder Teams. Weil in den anderen Modis haben wir ja keinen Helikopter. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal im Solo-Modus. Also ganz kurz erklärt, für alle die, die einfach nur wissen wollen, um was es geht. Ganz simpel, ihr müsst halt den Piloten oder wenn zum Beispiel im Duo-Modus, wenn nebendran einer sitzt am Hubschrauber, dem Schaden zufügen. Nicht dem Chopper zu Schaden zufügen, sondern dem Piloten oder dem Passagier. Also es reicht nicht, wenn ihr einfach einen Heli vom Himmel holt. Ihr müsst wirklich den Piloten treffen, also den Gegenspieler. Das ist halt einfach so ganz simpel erklärt, was ihr machen müsst. Das Ganze ist natürlich nicht einfach und wird irgendwie zufällig passieren, weil das kann man einfach nicht planen. Ob da jetzt gerade einer kommt mit dem Heli und hast du nicht gesehen. Wir werden es jetzt einfach mal probieren. Ich hoffe, ich konnte euch halt wie gesagt damit schon mal helfen. Dafür würde ich natürlich gerne mal ein Like von euch bekommen, beziehungsweise einen Daumen nach oben. Danke schon mal dafür. Dann, wenn ihr mehr sehen wollt, auch Custom Games, ab und zu mal einen kleinen Skin Contest, dann gerne ein Abo da lassen und mal in den Streams vorbeischauen. Und in den Streams machen wir halt auch Skin-Verlosungen. Aber da sind die Mitglieder bevorzugt, denn da gebe ich einfach ein bisschen Liebe zurück, denn da der Support echt heftig ist. Und ich sage ganz einfach, wenn wir da einen Solo-Sieg holen, bekommt halt einer von meinen Mitgliedern einen Skin geschenkt. So, dann schauen wir mal, wie machen wir es diesmal? Ich glaube, diesmal gehe ich direkt hier oben hin. Mir geht es ja noch nicht mal darum, den Heli zu kriegen, sondern halt den Schaden zu machen. Aber das ist halt schwer zu planen. Von ihr wisst selber, meistens trifft man den Heli, aber nicht den Piloten. Also das ist echt, das ist mal eine Aufgabe, die wird für einige Kopfzerbrechen geben, das weiß ich jetzt schon, wenn nicht für mich selber sogar auch. Natürlich ist das Ganze im Duo oder Team vielleicht ein Tick einfacher, weil da mehr Leute auf dem Heli sitzen. Wenn es halt mehrere sind. Wäre natürlich auch eine Variante, aber wenn, dann probiere ich es halt im Livestream. Wir probieren es jetzt einfach mal, ich habe da so eine kleine Idee, wie es jetzt funktionieren könnte, falls nämlich einer hier mitlandet und versucht direkt mit dem Heli abzuhauen. Was sie nämlich komischerweise ziemlich oft machen, wenn ich hier lande. Und dann denjenigen abfangen. Aber bei meinem Glück finde ich wahrscheinlich keinen. Und wenn er so ist, dann müssen wir halt einfach ganz... Oh, einer ist da. Bitte eine Waffe, da keine Waffe. MP ist auch okay. Oh, dieser... Aufnahmen und Fortnite spielen ist halt irgendwie, passt das anscheinend nicht. Ach, er will den Heli nicht haben. Wieso geht der denn nicht zum Heli? Hol dir doch den Heli. Hä? Was ist denn seine Mission? Also nochmal, ihr müsst halt, wenn einer im Heli drin ist, quasi hier vorne... Da müsst ihr den Schaden machen. Er ist der beste Spieler. Jo. Das ging dann schon mal in die Hose. Probieren wir das Ganze direkt nochmal. Weil normalerweise, wenn ich da lande, holt derjenige immer den Heli. Der landet quasi oben am Strommast und holt sich den Heli. Nur er natürlich wieder nicht. Mann. Das wird echt eine Aufgabe, die wird, glaube ich, nicht so leicht sein. Wie gesagt, wir probieren das Ganze nochmal. Ihr kennt das Spiel doch, ich gebe doch nie auf. Ja, hätte es mal besser im Mini genommen. Ach, das ist aber auch eine nervige Aufgabe, echt. Also ohne Quatsch, wer da irgendwie Hilfe braucht oder so, kann gerne mal im Livestream vorbeikommen. Ich schätze mal, das wird nicht der Einzige sein mit mir gerade, der da ziemlich Probleme kriegt. Da, wieder, bam, bam, komm. Oder wie ich immer sage, palim, palim. Ich schätze mal so 3 Versuche, 4. Hm? Was denkt ihr? Aber wenn ich dann höre, wie der Lukas, er hat in 5 Runden alle Aufgaben von Midas fertig, da denke ich mir auch, okay, da hat er aber Glück gehabt. Weil dann hast du wirklich Glück gehabt, weil mit dem Heli die Aufgabe, das ist halt nichts, was du berechnen kannst. Das ist einfach Glück. Ist einfach so.
Da kann mir auch einer erzählen, was er will. So, diesmal gehe ich. Warte mal, Holly ist da. Ich glaube, ich gehe zu der anderen Kiste da unten. Weil vielleicht geht einer hin und will den Heli haben. Ich könnte auch einfach mal ein bisschen kämpfen probieren. Jetzt bin ich natürlich verdammt hoch. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt kein Mensch den Heli anpackt, weil jeder die Aufgabe machen muss, ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen. Weil die Aufgabe haben schließlich alle. Und wo landet er? Geht er zum Heli? Wenn ja, wer Ehrenmann. Ja, von mir aus lootet er auch. Wie gesagt, wir gucken halt jetzt, ob er danach zum Heli geht. Die beste. Ah, da vorne ist ein Busch. Ist mir jetzt egal, wie dreckig das ist. Wenn ich dann den Schaden habe, bin ich zufrieden. Rein theoretisch muss ich ihn ja nur töten. Jetzt wäre natürlich ein Biggie nicht schlecht. Ah, er ist weggesprungen. Geh irgendeiner zum Heli, ey. Sonst immer, wenn ich da lande, gell? Heli weg. Ist halt genauso wie da an dem Heli. Sonst immer lande ich hier, Heli fliegt weg. Nur hier nicht. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Und eben in der ersten Runde, wo ich denn die Aufnahme abgebrochen habe, genauso. Es wird doch wohl mal einer zu dem Heli gehen. Oder traut sich jetzt keiner mehr? Gut, er ist da oben anscheinend noch im Fighten. Ich lasse den auch fighten, bis der zum Heli geht. Gott, wie lange braucht der denn da? Aber wir könnten uns wenigstens die Minis geben. Weil auch die von Sweetie Sands. Im Prinzip haben wir hier zwei, ja, sagen wir mal sogar fast drei Orte, die darauf zugreifen. Hier landen bestimmt auch immer mal welche. Wie gesagt, ich versuche jetzt mit aller Gewalt diese 100 Schaden zu machen. Also wie gesagt, schreibt mir gerne rein, wie ihr das gemacht habt. Habt ihr eine bestimmte Taktik gehabt oder war es einfach nur Glück in Anführungszeichen? Ja, ich müsste eigentlich hier oben stehen, aber hier bin ich direkt da. Falls der Heli anspringt, er kann ja nicht direkt losgehen. Dann kann ich wenigstens direkt in den Heli reinschießen. Das ist halt so mein Plan. Aber die Zone ist noch da. Also rein theoretisch müsste es ja gehen. Also gehen tut es auf jeden Fall. Ich glaube, den Heli packt keiner an. Oder er ist immer noch eine Stunde am Looten. Geschossen wird anscheinend nicht mehr. Hat er keinen Bock mehr. Oder hat schon alle weggemacht. Ah, oh, ich hasse diese Wachterei, gell? Ätzend. Hinter mir kommt auch keiner. Ja, der Spot hier ist eigentlich ziemlich beliebt. Das gibt's doch jetzt nicht. Komm, wo sind denn die ganzen kleinen Kiddies, die immer mit dem Heli rumfliegen? Jetzt brauche ich sie. Ach ja, wir warten. Wir warten. Aber wie gesagt, danke nochmal an alle, die jetzt noch da sind. Aber das ist halt wie mit dem Scharfschützengewehr. Das ist so eine Aufgabe, die kannst du halt nicht planen. Das ist, hat auch mit Menge Glück zu tun. Das ist doch nicht normal, das hier. Ja, hinter mir wird geschossen. Ach Gott, wie weit die Schüsse mir angezeigt werden, gell? Guck mal, wie weit er weg ist. Das gibt's doch nicht, dass hier keiner jetzt mit dem Heli. Ich hoffe halt echt, dass ihr da mehr Glück habt. Oder spielt einfach ganz normal und macht es so random. Aber jetzt halt fürs Video habe ich wollte euch heute nur zeigen, wie es funktioniert. Beziehungsweise euch erklären, wie es funktioniert. Und ich denke mal, es wird halt random passieren, logisch. Oh Gott, guck mal. Da sind wir wieder bei PC-Lobbys. Er baut sich einfach zum Weltraum hoch. So, wie gesagt, hier werden wir anscheinend gerade kein Glück haben. Ich will ja mit den Aufgaben fertig werden. Und natürlich eventuell, ja doch, einen Livestream kriegen wir heute noch hin. Und wenn ich ihn erst um 9, halb 10 anmache, aber den kriege ich definitiv hin. Dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen.
Ich probiere hier noch mal ein bisschen rumzugammeln, mal gucken, wie lange es noch dauert. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.